Unter Einsichtsmeditation, Vipassana oder Vipassyana, kann man sehr Unterschiedliches verstehen. Da sind einerseits die Vipassana-Meditationswege nach dem frühen Buddhismus, Theravada, die im Wesentlichen Geistesruhe, Achtsamkeit und dann auch noch weiteres umfassen. Da gehört eigentlich Satipatthana, Achtsamkeit, zum Vipassana. Und unter Einsichtsmeditation kann man im Mahayana die höhere Form der Meditation verstehen, die über Shamatha hinausgeht. Und da werden eigentlich dann Weisheitssichtweisen hinzugenommen, die man versucht, durch Meditation zu erfahren oder tiefer zu verstehen. Und wir betrachten heute einmal unseren Lebenszyklus, Lebenslauf von Geburt zu Tod und nennen das Geburt, Leben, Evolution und Tod. Das Besondere an der Anleitung könnte sein, dass wir diesen Leben-Evolution-Aspekt etwas mehr betonen, als er vielleicht sonst in buddhistischen Anleitungen betont wird. Und wir lesen aber was ganz Klassisches dazu und das ein bisschen zerstückelt. Ich würde gern mit den ersten beiden Absätzen dieses kurzen Textes zu den vier Bardo, den Existenzstadien oder Zuständen, beginnen. Der Bardo des Entstehens und Bleibens, Kene Bardo, beginnt mit der Empfängnis im Mutterleib und dauert über das ganze Wachstum hinaus bis zum Einsetzen des unaufhaltsamen Sterbeprozesses. Der schmerzhafte Bardo des Sterbens, Shike Bardo, beginnt, wenn sich die Bedingungen für eine weitere Existenz in dem lebendigen Körper erschöpft haben und der Auflösungsprozess der fünf Körperelemente, Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther, unaufhaltsam eintritt. Nach der äußeren Auflösung erfolgt eine innere Auflösung subtiler Energien im Körper und der Austritt des Bewusstseins aus dem Körper. Nur mal so weit. Jetzt beginnen wir erstmal mit der Meditation. Die Kunst der Einsichtsmeditation oder in dem Sinn Weisheitsmeditation wäre, dass wir nicht nur intellektuell nachdenken, grübeln, reflektieren, sondern meditativ kontemplieren aus einer Meditationshaltung heraus. Wir sitzen also wie immer, wenn wir Achtsamkeit oder Geistesruhe üben, in einer geeigneten Haltung, so wie sie uns möglich ist. Beginnen insofern mit Körperbewusstsein, Körperachtsamkeit. Wir sitzen hier in diesem Körper, in dem Zustand, in dem Alter, in dem er sich jetzt befindet, an diesem heutigen Tag, in diesen Momenten und Minuten unserer Sitzung. Wir sitzen fest verankert im Boden, gut geerdet nach unten hin. Aufgerichtet nach oben hin. So gut es uns möglich ist. Falls wir nicht bei guter Gesundheit sind, könnten wir uns auch etwas anlehnen. Oder falls wir sogar bettlägerig sind oder lieber liegen möchten oder müssten, wäre das auch durchaus möglich, gerade bei dieser Betrachtung, die wir heute
anstellen. Aber die aufgerichtete Körperhaltung würde es ermöglichen, mit einer etwas gekräftigten, fast würdevollen Haltung auch die weiteren kontemplativen Betrachtungen durchzuführen. Mit etwas Energie, nicht aus einer allzu großen Schwäche heraus. Wir richten uns auf. Entspannen uns zugleich. Vielleicht haben wir das Thema vernommen oder uns selber ja auch vorgenommen und merken, das löst auch eine gewisse Spannung in uns aus. Es ist einfach spannend, so etwas zu betrachten. Und entspannen wir. Deshalb. Und sitzen so locker und gelöst, wie es uns möglich ist. Atmen wir bewusst ein und aus. Beruhigen wir erst einmal Körper und Geist und bleiben eine Weile still mit dem Atem verbunden. Beginnen wir nun damit, man könnte sagen, die Natur unseres Lebens, unseres Daseins etwas tiefer zu betrachten.
Vielleicht sitzen wir hier mit sehr gewöhnlichen Gedanken über das, was wir heute zu tun haben oder was gestern war, oder sind sehr mit unseren Tagesgeschäften oder einfach Dingen, die uns innerlich bewegen, unterwegs. Schauen wir ein bisschen über diese Situation oder unseren gewöhnlichen aktuellen Geisteszustand hinaus und vergegenwärtigen uns einmal die ganze Lebensspanne unseres Daseins. Vor etlichen Jahren sind wir in diesem Körper einmal geboren worden. Und zuerst waren wir so, wie wir jetzt sind, mit diesem Namen, mit dieser Geschichte, nicht da. Es kamen Umstände zusammen, sowohl biologische Umstände, vermeintlich auch unsichtbare Kräfte, Wirksamkeiten, die irgendwie zusammengekommen sind und unser Leben ausgelöst haben. Wir waren ungefähr 9 Monate in unserem im Mutterleib unserer Mutter. Wir wissen nicht ganz genau, wann das Bewusstsein in diesen im Mutterleib heranwachsenden Körper hinzugekommen ist, aber irgendwann muss es geschehen sein, sehr wahrscheinlich vor der eigentlichen Geburt, sodass es schon ein geistiges Erleben, Gefühle, Wahrnehmungen, Sinneswahrnehmungen im Mutterleib gab. Denn sie waren alle schon da, als dieser Körper, der einmal unser Körper in diesem Stadium war, aus dem Mutterleib austrat. Zuerst waren wir dann ein ganz kleines Kind, das man in 2 Händen ganz leicht halten konnte. Dann wuchs dieser Körper heran, auf äußerst wunderbare Weise. Wurde größer und größer, bildete alle seine Funktionen aus. Erst noch unselbstständig und dann wurde der Körper und damit auch unser ganzes Wesen immer selbstständiger. Abhängig zwar von anderen und vielen Umständen, aber doch so, dass wir irgendwann gehen konnten, erst krabbeln, dann gehen, Dinge anfassen, ergreifen, damit spielen, in den Mund nehmen und so weiter. Wir lernten uns selbstständig zu ernähren. Und erst allmählich konnten wir auch alleine auf die Toilette gehen. Dieser Körper wuchs weiter und weiter heran, in dem jeweiligen Geschlecht, in dem wir geboren worden waren. Wir durchliefen die Kinderjahre. Lernten differenzierter zu sprechen, zu denken, uns auszudrücken, zu sagen, was wir möchten, nicht möchten. Emotionen wurden stärker. Die Lebensumstände prägten unser Dasein sehr stark. Betrachten wir vielleicht eine Weile still
eigene mögliche Erinnerung an diese frühen Phasen unseres Daseins. Dann sehen wir uns vielleicht älter werden. Die Schwelle von 10 Jahren Alter überschreiten. Jetzt sind wir große Kinder. Wir lernen, wir werden noch geschickter in manchen Dingen. Mit manchen Dingen haben wir vielleicht größere Probleme. Vermutlich wechseln die Erinnerungen oder die Bilder, die da auftauchen, zwischen Erinnerungen an die eigene Körpergestalt, die wir vielleicht durch Fotos auch in Erinnerung behalten haben oder Filme. Und eben den äußeren Umständen, den Orten, den Menschen, zunächst der Familie und so weiter, in der wir da herangewachsen sind. Da wird viel intensives Erleben gewesen sein. Von Erfreulichem wie Unerfreulichem, von Wunderbarem und vielleicht auch Schlimmem. Da müssen wir jetzt nicht weiter hineingehen in das Schlimme, aber es wird irgendwo nicht immer nur gut gewesen sein. Und allmählich sind wir zu Jugendlichen geworden, zu kleinen Erwachsenen. Und dann richtig zu ausgewachsenen jungen Menschen mit allen Kräften, die dazugehören. Also da fand ganz viel Wachstum statt. Wir können das durchaus Anteil an der Evolution nennen, die wir da durchlaufen haben. Wir wissen ja heute, dass die Menschheit sich über Jahrtausende, Jahrhunderttausende evolutionär entwickelt hat, auch im Körperlichen. Und wir haben einen Teil dieser Evolution in unserer Lebensspanne auch durchlaufen, sodass wir ein, Homo erectus, ein aufrechtgehender Mensch mit einem sehr arbeitsfähigen Gehirn geworden sind. Mit ausgeprägten Emotionen. Dann haben wir verschiedene Phasen im Erwachsenendasein schon durchlebt, je nachdem, wie alt wir jetzt sind. Und durch all diese Stadien zog sich immer so ein innerer Faden des Erlebens, Wachzustand, Schlaf, Traum, wieder aufwachen, erleben, bewegen, Orte wechseln, vielleicht Berufe erlernen, wechseln, Arbeitsstellen wechseln. Ein durchgehender Faden durchzog dieses Erleben, den wir vielleicht Ich nennen,
Aber vielleicht können wir auch erkennen, dass sich innerhalb dieses Ich-Fadens auch immer viel geändert hat. Sind verschiedene Beziehungen eingegangen, vielleicht längere Partnerschaften oder zumindest tiefere Freundschaften mit Einzelnen, mit vielen, mit mehreren. Und in jeder Beziehung waren wir auch ein bisschen ein anderer, eine andere. Reisen wir noch ein paar Momente in Stille durch unsere Zeit, unsere vergangene Lebenszeit bis zu dem Moment, an dem wir hier und jetzt sitzen. Im Grunde sind wir jetzt so etwas wie die Summe all diesen Erlebens. Es ist zumindest alles geschehen und vieles, wie wir gerade gemerkt haben, ist auch noch in der Erinnerung abrufbar. Vieles vielleicht nicht, was auch vielleicht gut so ist. Gerade in der Meditation wollen wir auch mehr das Gegenwärtige erleben und uns auf die Momente jetzt besinnen. Aber wir wären nicht hier, wenn nicht das alles zuvor auch gewesen wäre. Vielleicht haben wir auch in diesen zurückliegenden Jahren spirituelle oder wie wir es nennen würden, Erfahrungen gemacht. Wissen, dass sich da auch etwas Tieferes in uns befindet. Was wir vielleicht immer wieder einmal erfahren oder berühren konnten. Etwas, was sich bei allem unterschiedlichem und veränderlichem Erleben doch auch irgendwie als etwas Beständiges oder zumindest Grundlegendes oder so erwiesen hat. Wir wussten, wir konnten immer wieder in die Stille gehen, wir konnten immer wieder so etwas wie einen wachen, klaren Geist berühren. Vielleicht haben wir verschiedene Dinge geglaubt oder unser Vertrauen in verschiedene Begriffe oder sogar Personen, Wesen gesetzt.
die wir im Laufe dieser Jahre angetroffen oder von denen wir irgendwie gehört oder gelesen haben. Da war immer etwas, worauf wir hofften oder vertrauten oder woran wir glaubten oder wonach wir uns sehnten. Auch das gilt es zu würdigen als etwas, was zu unserem Lebenslauf gehört. Was uns vielleicht jetzt hier zu meditierenden Menschen macht. Bei Bedarf könnten wir uns jetzt etwas lockern, es geht aber noch eine Viertelstunde weiter. Vergessen wir nicht, bewusst zu atmen, um in der Präsenz und der meditativen Gelassenheit und Offenheit bleiben zu können. In welchem Alter wir auch jetzt sein mögen. Unser Lebensstrom ist jetzt da und wir sind immer noch vitale Lebewesen, Menschen. Die Wahrscheinlichkeit, dass unser Leben noch eine Weile währt, ist recht groß, aber wir wissen nicht ganz genau, wie lang diese Lebensspanne andauern wird. Wir können das nicht wissen. Und wir haben auch vermutlich schon darüber nachgedacht und verstanden und wissen es durch die Zeugnisse anderer, dass Lebensspannen plötzlich abbrechen können oder zumindest von Krankheit oder möglichem Sterben oder Verunglücken bedroht sind. Wir wissen nicht, wie lange wir in diesem Körper sein können. Trotz aller Evolution, trotz dieses ganzen Wachstums, des Lernens, des Entfaltens von intellektuellen, kognitiven, sinnlichen Erfahrungen und spirituellen, wissen wir nicht, wie lange wir diese bewahren können. Auf irgendeine Weise wird früher oder später das große, unumstößliche Prinzip von Anicca, der Unbeständigkeit, der Vergänglichkeit, sich zeigen. Der Buddha nannte es eines der Existenzmerkmale. Wir begegnen ihm oder ihr immer, irgendwann, irgendwie. Es kann plötzlich geschehen, dass wir den Anzeichen der Vergänglichkeit begegnen oder ihnen sogar sofort erliegen. Oder es kann allmählich geschehen. Man nennt es Alter, Krankheit, Tod.
dann laufen manche Entwicklungen, die wir durchlaufen haben, rückwärts, wenn sie nicht sofort unterbrochen werden. Körperlich bauen wir ab. Kräfte lassen nach. Und die Selbstständigkeit, die wir einmal erworben hatten, geht wieder allmählich verloren, wenn es langsam abläuft. Wir haben das bei anderen schon bezeugt und wissen das eigentlich, und es ist sehr wahrscheinlich, dass wir dies genauso durchlaufen werden. Egal wie großartig oder schwierig unser Leben war, in den Bardo-Lehren, den Lehren über die Existenzstadien oder Zwischenzustände des Daseins, heißt es, dass sich zu Anfang bei der Entstehung des Lebens jeweils bei jedem Individuum, Mensch, Tier und so weiter, die fünf Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft und Raum zusammenfügen. Im Altern und dann insbesondere im eigentlichen Sterbeprozess desintegrieren diese fünf Elemente sich wieder voneinander. Sie lösen sich auf. So wird den Meditierenden, die diese Lehren gehört haben, empfohlen, wenn der tatsächliche Sterbeprozess, also eigentlich die letzten Stunden eines Tages oder wann auch immer eintreten, sich an diesen Auflösungsprozess zu erinnern und sich innerlich zu sagen, dies ist nun die Auflösung des ganzen Lebens. Erde wird sich in Wasser auflösen. Wasser verdünnt quasi und löst auf das Feste. Wasser wird sich in Feuer auflösen. Feuerhitze bringt das Wasser zum Verdunsten. Feuer wird vom Wind, von der Luft ausgeweht, gelöscht. Wind vergeht im Raum. Das legt subtilere Geistesinhalte frei, die immer da sind, die aber dann am Ende des Sterbeprozesses ganz deutlich hervortreten, da das Physische in den Hintergrund getreten oder sogar eben zum Ende gekommen ist, sodass sich die Geistesinhalte unverstellt zeigen, wie wir es auch aus der Meditation kennen. Je ruhiger der Körper sitzt und dabei wach bleibt, desto deutlicher sehen wir die Geistesinhalte. Das sagen diese Lehren auch vom Sterben. Geht der Körper weg, treten die Geisteszustände hervor. Das geschieht auch in etwa im Schlafen oder sind wir unbewusst? Träumen. Deswegen meditieren wir auch, damit wir den Körper so ruhig halten können, dass die Geistesinhalte so deutlich hervortreten, dass wir direkt mit ihnen arbeiten können, üben können.
dass wir sie sehen können. Da sind wir bei der Einsichtsmeditation. Versuchen, unseren Geisteszustand zu sehen und zu verstehen. Vorübergehend werden sich auch die Geistesinhalte auflösen, so heißt es im Sterbeprozess, noch nach dem Atemstillstand, bis nur die Natur des Geistes übrig bleibt, das klare Licht des ursprünglichen Gewahrseins aufscheint, das auch jetzt die ganze Zeit zugegen ist, während wir alles Mögliche erleben, so wie die leere Kinoleinwand, das Licht im Kino und so weiter, die ganze Zeit zugegen ist, während der Film läuft, der Raum, so offenbart sich am Ende des Sterbeprozesses die Natur unseres Bewusstseins als klares Licht. Und es heißt, je tiefer wir das zu Lebzeiten begriffen, gesehen, erfahren haben, desto tiefer kann auch die Erfahrung am Ende des Sterbeprozesses sein. Hier können wir Freiheit berühren. Erwachen. Nur wenn wir zu Lebzeiten nicht Meisterin, Meister unseres Geistes geworden sind, dann wird auch diese Erfahrung instabil und vergänglich sein. Und der Geist gerät wieder in Bewegung, so wie wir vielleicht im Tiefschlaf zu träumen beginnen. So beginnt das Bewusstsein auch aus dem klaren Licht heraus wieder seine Filme zu entfalten. Genau wie jetzt. Wir berühren Stille in der Meditation. Momente der Ruhe, der Klarheit, dann beginnt es wieder in unserem Geist mit Gedanken, mit Träumen, mit allem Möglichen. Immer wieder und wieder dasselbe Prinzip. Diese Lehren sagen uns, je tiefer die Einsicht in die Natur des Geistes und seiner Funktionsweisen, desto größere Freiheit besitzt ein Mensch, ein Lebewesen. Und interessiert sich für die positiven, heilsamen Funktionsweisen des Bewusstseins, des Geistes, die heilsamen oder positiven Geisteshaltungen wie Mitgefühl, Liebe, Freude, Gleichmut. Die Neigung, diesen Geist zu verwirren, zu verblenden, würde abnehmen. Das Interesse daran, wir nennen es Bodhicitta, einen Geist von Mitgefühl und Liebe zu entfalten, von Weisheit, würde größer. Menschen mit Nahtoderfahrungen, die sehr nah an dieses klare Licht herangelangt waren und dann zum Leben zurückkehrten, sagen oft, dass sie dort der Liebe begegnet sind oder Wesenheiten überirdische gesehen haben, die
voller Güte waren. Und entscheiden sich deshalb auch, ihr weiteres Leben nach der Nahtoderfahrung mit mehr Liebe zu verbringen. Zu sich, zu allen Wesen, zur Welt, zur Natur. Wir haben eine Einsichtsmeditationsreise heute Morgen unternommen und dürfen jetzt noch einmal oder jetzt insbesondere zurückkehren zum Körper, wie er jetzt hier sitzt, in die Zeit, in der wir jetzt hier sind. Einerseits sagen wir uns immer, dass wir, wenn wir meditieren, uns von der Vergangenheit und von der Zukunft Gedanken an diese etwas zurücknehmen. Andererseits ist die ganze Vergangenheit und die Zukunft hier in diesen Momenten auch enthalten. Wir lesen noch ein paar Zitate zum Abschluss. Wir hatten aus diesem kurzen Text über die Bardos zwei Passagen gelesen. Wir gehen dann zu dieser hier. Der Bardo der letztendlichen Wirklichkeit ist der Zustand nach dem Austritt des Bewusstseins aus dem Körper, in dem der Geist das klare Licht seiner eigenen Natur erfährt. Zuerst erscheint ein leerer, nicht-dualistischer Geist, dann erscheinen Lichter und Töne der letztendlichen Wirklichkeit. Gemäß des tibetischen Totenbuches Bardo Tödel, die friedvollen und zornvollen Buddhas. Soweit aus diesem Text. Und ich wollte eigentlich noch heute Morgen die fünf täglichen Kontemplationen, die der Buddha seinen Schülern empfahl, lesen. Hier sind sie. Es liegt in der Natur von mir und allen Lebewesen, krank werden zu können. Niemand kann sich der Möglichkeit, krank zu werden, entziehen. Es liegt in der Natur von mir und allen Lebewesen, zu altern. Niemand kann sich dem Älterwerden entziehen. Es liegt in der Natur von mir und allen Lebewesen, zu sterben. Niemand kann sich dem Sterben entziehen. Es liegt in der Natur aller Begegnung und allen Zusammentreffens, dass es wieder zu einer Trennung kommen muss. Und zum Zeitpunkt des Todes verlässt mein Bewusstsein den zerfallenden Körper und nur Karma, die Eindrücke meiner Handlungen, und Kleshas, gewohnheitsmäßige Tendenzen, bleiben erhalten. Und hierzu gibt es in einer anderen Version noch Folgendes, und damit beschließen wir dann unsere Sitzung. Unter Punkt 5. Zum Zeitpunkt des Todes verlässt das Bewusstsein den zerfallenden Körper und kann nur die Impulse und Spuren der durch Handlungen und Gewohnheiten angesammelten Geisteseindrücke mitnehmen. Zugleich bleibt die Natur des Geistes unwandelbar klar, offen und leuchtend in ihrer Essenz. Möge es so sein.